Was ist das für ein hässliches Geräusch? Das ist der Wecker, mein Schatz. Aufstehen. Können wir nicht noch ein bisschen kuscheln? Nix da, heute kriegst du mich nicht rum. Wir wollten laufen gehen. Was? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich kann mich nur dran erinnern, dass ich dich liebe. Und zwar über alle Maßen. Dir ist auch jede Ausrede recht, hm? Mhm. Morgen, Johannes. Oh, guten Morgen, Engelein. Hallo. Na? Na? Frühlingsgefühle? Oh, das kannst du mal glauben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass alles hier wieder zu blühen anfängt. Aha. So, Schluss jetzt. Oh, wie kannst du so grausam sein? Das sind unsere einzigen ruhigen Minuten am Tag. Sag mal, willst du, dass ich dir davonlaufe? Nein. Gut, dann stehen wir jetzt eben auf. Wer hat was von Aufstehen gesagt? Lisa, mach auf, ich bin dran. Nein. 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 Lisa? Lisa? Geht's dir gut? Sag mal, hörst du das? Nö, ich höre nix. Das ist nicht lustig, Lisa. Papa? Ich glaube, mit Lisa stimmt irgendwas nicht. Die ist schon ganz lange im Bad und macht die Tür nicht auf. Lisa! Lisa! Was ist denn? Brauchst du Hilfe? Nein! Mach doch auf! Ja, also ich weiß nicht, vielleicht kommst du. Lisa! Nein! Lisa, doch! Wie siehst denn du aus? Hast du dir Strähnchen gemacht? Also von deiner Zahnspange kannst du damit aber nicht ablenken. Piwi, du nervst! Es ist alles okay. Lisa, ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Das ist mal was anderes. Ach, lass mich doch in Ruhe! Ups. Das sieht ja echt furchtbar aus. Wahrscheinlich ist hier eine Haartwindung schiefgegangen. Passt auf, was ihr sagt. Es geht erst mal. Lisa? Lisa? Inge, was macht ihr am Wochenende? Ja, wir sind doch in Weimar bei meiner Mutter und bleiben über Nacht. Ja. Was hast du mit deinen... Was hast du denn am Wochenende vor? Gar nichts. Wieso? Ich denke, du willst nach Jena zu deinem Konzert. Ich habe keinen Bock mehr. Ihr braucht überhaupt nicht so zu gucken. So toll ist diese Gruppe auch wieder nicht. Wie wär's, wenn wir am Samstag dann einen gemütlichen Familientag machen? Und ich koche. Ach, ja. Ohne mich, ich übernachte bei Jakob. Mal wieder nicht zugehört. Möchtest du nicht? Nee, danke. Gut, wie wär's denn am Donnerstag? Ja, ja. Abkommen. Du vielleicht ein bisschen? Nein, danke. Ich muss jetzt los. Soll ich euch mitnehmen? Nee, danke. Ich muss auch noch Sarah anrufen. Papa, kannst du uns fahren? Bitte. Klar. Lisa, wenn man da dunklen Föhnschaum drauf macht, dann wird das besser. Ich hab oben welchen. Ja, ja. Hallo, Sarah? Gib ihnen noch ein bisschen Zeit. Ich hab ein Riesenproblem. Bist du eigentlich mit meiner Rede schon fertig? Nein, im Büro ist die Hölle los. Warum fragst du nicht deinen Referenten? Ach, der kann das doch nicht. Du bist doch geradezu prädestiniert als PR-Frau in der Brauerei, nicht wahr? Und vergiss nicht, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau.
Lass mich jetzt bitte nicht im Stich, Carola. Okay, ich mach's heute Abend. Spinnst du, Lisa? Natürlich fahren wir. Denk dran, was die Karten gekostet haben. Hm, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, bis nachher. Tschüss. Mama, kannst du uns am Samstag vom Konzert abholen? Du weißt doch, was dieses Wochenende los ist. Oh, aber Lisas Vater ist die letzten Male gefahren. Wir sind auch mal dran. Vielleicht fragst du mal deinen Vater. Papa? Tut mir leid, Sarah. Ich habe einen wichtigen PR-Termin. Gibt's heute noch einen Kaffee? Mama! Mensch, Carola, pass doch auf. Es tut mir leid. Ist alles in Ordnung? Ich frühstücke im Rathaus. Kannst du das mal schnell aufwischen? Oh, tut mir leid, ich bin eh schon zu spät. Stimmt's? Ihr wolltet gar nicht mit Marlene mitfahren. Wie kommst du denn darauf? Dachte ich eben so. So, jetzt könnt ihr losgehen. Abmarsch. Hallo. Mit der Direktorin in der Schule ankommen ist echt uncool. Hallo, Rebanka. Tut mir leid, wenn ich mich in eure Direktorin verliebt habe. Schon okay. Wir kommen ganz gut damit zurecht. Sie ist ja auch nett. Gesundheit. Ist alles in Ordnung? Ja, nichts passiert. Das glaube ich ja jetzt nicht. Toll, ganz toll. Frau Baum. Frau Baum, ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur einen Moment nicht aufgepasst. Tschüss, wir gehen zu Fuß. Tschüss. Sagen Sie, können Sie aussteigen? Ja. Sie sind blass. War Ihnen schwindelig? Nein, ist alles okay. Ist jemand verletzt? Soll ich den Schaden aufnehmen? Ach, danke, Remanka. Ich glaube, das ist nicht nötig. Aber ich würde Sie auf jeden Fall gerne in meiner Praxis untersuchen, für den Fall, dass Sie innere Verletzungen haben. Ja, und mein Wagen? Den fahre ich zur Praxis. Ja, aber das ist nicht nötig. Ich kann das... Es dauert nicht lang. Bitte, Frau Baum. Und wenn Sie doch noch ein Protokoll wollen? Ich wollte nachher eh noch zu Ihnen. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Das müssen wir unbedingt testen. In Ihrem Beruf kann man den Allergenen ja nicht ausweichen. Man kann vielen Dingen nicht ausweichen, selbst wenn man gern würde. Remanka! Morgen. Morgen, Doktor. Kommen Sie doch bitte. Da sind Sie ja endlich, Herr Doktor. Morgen. Hier ist echt die Hölle los. Scheint, dass alle Pollen gleichzeitig fliegen. Ist auch kein Wunder, weil nämlich der Mond im Zwilling steht. Ja, verstehe. Setzen Sie sich doch bitte. Danke sehr. Ich brauche bitte die Akte, Carola Baum. Sofort. Haben Sie denn gesund gefrühstückt, Herr Doktor? Natürlich, ich lebe doch jetzt in geordneten Verhältnissen. Ich möchte wissen, ob Sie gesund gefrühstückt haben. Gesund? Ah, ich hab's vermutet. Gerade Ärzte leben am allerungesündesten. Ich bringe Ihnen nachher mal eine schöne Bio-Körnermischung ein. Danke. Du willst schon gehen? Ja, ich will zum Französisch unterrichten. Du lernst Französisch? Wieso das denn? Ja, weil ich schon immer mal nach Paris wollte. Ah, Paris. Wo man von Luft und Liebe lebt. Warum hast du mich nicht gefragt, ob ich mitkomme? Zum Unterricht oder nach Paris? Beides. Johannes, du hast doch nie Zeit. Und überhaupt, du kannst ja Französisch. Le chien du berger joue au soleil. Was? Der Hund des Schäfers spielt in der Sonne. Das ist ein Satz, den man sehr gut in Paris brauchen kann. Ja, das war meine erste Lektion in der Schule. Da war von Labour leider noch nicht die Rede. Na, dann wird's ja Zeit. Kommst du gleich mit? Natürlich. Und der Garten? Der kann warten. Das reimt sich La Poésie. Ich zieh mich nur schnell um. Woher nimmst du bloß die Energie? Ma famille gibt mir die Kraft. Es tut mir wirklich leid. Ich war mit den Gedanken schon im Büro. Da läuft im Moment alles drunter und drüber. Sie wissen ja, unser Brauerei-Jubiläum. Ah. Ich kann mir schon vorstellen, als Pressereferentin sind Sie sicher im Dauerstress. Das geht seit Wochen so. Tut das weh? Ja. Und das? Mhm. Ich fürchte, Sie haben ein Schleudertrauma, Frau Baum. Sie haben das letzte Mal über Rückenschmerzen geklagt. Waren Sie denn beim Orthopäden, wie ich Ihnen empfohlen habe? Ja, bei Dr. Jungblut. Der hat mir Krankengymnastik und viel Bewegung verschrieben. Und? Ja. Das
hat auch nicht geholfen. Umso mehr sollten wir der Angelegenheit auf den Grund gehen. Ich schreibe Ihnen hier eine Überweisung zum Röntgen der Halswirbelsäule. Ja, Sie kommen dann mit dem Befund wieder zu mir. Ja, darf ich? Ja, danke. Sie sehen sehr erschöpft aus. Wir sollten auch einen Gesundheitscheck machen. Ja, ja. Frau Baum? Ja? Heute gehen Sie aber nicht mehr ins Büro, ja? Ja, ja. Wiedersehen. Baum? Wo bleiben Sie denn, Frau Baum? Ich muss dringend noch einiges mit Ihnen besprechen. Tut mir leid, Herr Döring, ich hatte einen kleinen Unfall. Unfall? Nichts Schlimmes, ich bin gleich da. Herr Döring, wo soll der Wagen nun hin? Oh, fragen Sie um Gottes Willen nicht mich. Da kommt die Fachfrau. Fragen Sie die. Ja, was ist denn passiert? Alles halb so schlimm, nur ein Blechschaden. Na, Gott sei Dank. Ohne Sie bin ich doch aufgeschmissen. Jetzt übertreiben Sie aber wirklich. Nein, ich meine das ganz ernst. Auch menschlich. Sie sind die Einzige, auf die ich mich verlassen kann. Sie müssen sich sofort mit dem Fernsehen in Verbindung setzen. Sie wollen eine kleine Reportage über unser Firmenjubiläum drehen. Frau Baum, ja? Wo soll der Wagen denn nun hin? Pass mal auf, am besten ihr dreht ihn und schiebt ihn rückwärts daran. Okay? Okay. Ich werde die Herren in Frankfurt abholen, hierher begleiten. Ich will gleich versuchen, noch den neuen Vertrag klarzumachen, solange sie hier sind. Aber sie können jetzt nicht weg. Im letzten Moment passieren immer ganz unerwartete Sachen. Machen Sie doch ganz souverän, Frau Baum. Außerdem sind immer erreichbar. Ja, aber... Wir gehen am Nachmittag noch mal den Ablaufplan durch und dann lege ich alles in Ihre bewährten Hände bis zum Festakt. Verlass mich auf Sie, Frau Baum. Herr Doktor, eine Augenweide. Ich kann mich nicht entscheiden, Herr Schön. Fragen Sie einfach die Zukünftige. Das soll eine Überraschung sein. Nee, ich glaube, ich denke einfach noch mal drüber nach. Kein Problem. Ich gebe Ihnen die zwei schönsten Stücke mit. Ach, das würden Sie tun? Natürlich. Aber denken Sie daran, zu lange nachgedacht hat selten Klarheit gebracht. Herr Baum, grüße Sie. Was? Na, wie geht's Ihrer Frau? Hat sie sich von dem Schreck erholt? Was für ein Schreck? Ja, hat sie nichts von dem Autounfall erzählt? Keine Ahnung. Ja, sie ist mir hinten aufs Auto draufgefahren, aber es ist nur eine Beule. Ihr ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Na, Gott sei Dank. Kein Personenschaden, nicht? Nein, alles in Ordnung. Was ich fragen wollte, Ihre Frau wirkt gestresst. Steht sie unter Druck? Naja, sie will unbedingt diesen Job machen und nimmt ständig Tabletten, um sich auf den Beinen zu halten, aber... Tabletten? Zur Beruhigung? Haben Sie ihr die nicht verschrieben? Nein. Was ist denn das für ein Präparat? Doktor, Sie sind doch Ihr Hausarzt, ja? Tut mir leid, ich bin in Eile. Der Haushaltsplan. Verena? Ja, ich bin's, Marlene. Ach komm, hör auf, ich weiß, ich komm zu überhaupt gar nichts mehr. Ich bring mein Tennisstück mit, da können wir trainieren. Muss das sein? Ich lass dich auch mal gewinnen, ja? Ich hol uns was zu trinken. Ja, ich bin noch dran. Verena, ich brauch deine Hilfe. Irgendwie blöd, wenn man sogar in der Schule voll unter Kontrolle ist. Ach, mir ist das egal. Das glaubst du wohl selber nicht. Echt? Mach mal ein bisschen Hinne. Tschüss, Verena. Der? Oder der? Oh, da könnte ich aber auch nicht Nein sagen, Herr Doktor. Sie sollen mir auch nur einen Rat geben, Nora. Ich zum Beispiel, ich finde diesen hier wunderbar. Da würde ich Ihnen abraten, weil Granat enthemmt und macht Mut, sich neu zu orientieren. Das werden Sie wahrscheinlich nicht wollen, oder? Nö, das will ich nicht. Und ich nehme an, gegen einen klassischen Diamantring haben Sie nichts einzuwenden. Nö, Diamant verstärkt einen eigenen Standpunkt, schafft Klarheit. Ja, Klarheit ist immer gut. Apropos. Frau Baum sollte heute noch mal kommen. Hat sie sich gemeldet? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber Sie wissen schon, dass Sie die Steine in Silber fassen lassen sollten, weil Silber die Kraft der Steine verstärkt.
Ja, Tag, Herr Kollege Kleistier, ich grüße Sie. Sagen Sie, ich hatte Ihnen heute Frau Baum vorbeigeschickt zum Röntgen der Halswirbelsäule, Verdacht auf Schleudertrauma. Ach, die war gar nicht da. Nein, danke, ist schon in Ordnung. Wiederhören. Komm rein, die Tür ist offen. Hallo, tut mir leid, ich hatte noch ein Elterngespräch. Hallo, du untreue Tomate. Schön, dich zu sehen. Ich habe gar keine Zeit. Eigentlich müsste ich gleich nach Hause. Dann setz dich hin. Jetzt trinken wir erst mal was auf die alten Zeiten. So alt sind die Zeiten nun auch wieder nicht. Naja, in letzter Zeit habe ich dich kaum gesehen. Ich verspreche, dass ich wieder öfter vorbeikommen werde. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Du hast ja recht. Bereust du deine Entscheidung für die Familie Kleist? Nein, wie kommst du denn darauf? Naja, ich dachte, du brauchst einen Rat. Fühlst du dich überfordert? Danke für die Hilfe, Lisa. Gleichfalls. Ich wäre sonst nicht mehr zu dem Konzert gegangen. Erst der Schwang und dann auch noch die blöden Strähnchen. Ah, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Und außerdem trägt heute fast jede zweite eine Spange. Ach ja, das Konzert. Meine Eltern können uns übrigens nicht abholen. Mein Vater holt uns bestimmt. Nee, ich habe eine bessere Idee. Wir könnten bei Niki und Tom übernachten. Die zwei Jungs, die ich beim Sportfest kennengelernt habe. Boah, Niki, der ist total süß. Der wäre was für mich. Hallo, Lisa. Guten Tag, Frau Baum. Hallo. Sarah, mir geht's nicht so gut. Ich muss mich hinlegen. Mein Magen. Macht ihr euch ein paar Brote, wenn Papa kommt? Ist gut. Willst du ihr nicht einen Tee machen? Nein, nachher legt sie sich hin und dann ist sie nicht mehr ansprechbar. Das ist jetzt fast jeden Abend so bei uns. Im Büro arbeitet sie sich tot und abends jammert sie, dass ihr alles wehtut. Sie ist halt einfach ein bisschen überarbeitet. Am meisten stört mich, dass ich praktisch mit Christian überhaupt nicht mehr alleine bin. Irgendwas ist immer los und ich komme kaum noch zum Laufen. Ich kann meinen Arbeitsrhythmus gar nicht einhalten. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe. Tja. Der typische Stress einer berufstätigen Mutter. Das bin ich ja noch nicht mal. Verena, ich habe ständig Angst, irgendwas falsch zu machen. Das ist bestimmt nicht leicht. Und Christian? Ich glaube, der ist glücklich, so wie es jetzt ist. Er hat ja auch nichts aufgegeben, sondern was dazu gewonnen. Aber er ist wunderbar. Und ich liebe ihn. Na, das wäre auch noch schöner, wenn nicht. Aber pass auf, dass du mit deinen Bedürfnissen nicht untergehst. Was wolltest du eigentlich für einen Rat? Ich brauche dringend ein Rezept für 6 Personen, das garantiert gelingt. Du willst kochen? Ja. Oh. Oh, tschüss. Carola? Carola? Hier. Hier. Jetzt halte ich Essen. Ich habe eine Gemeinderatssitzung. Hallo. Geht's dir nicht gut? Ich habe Magenschmerzen. Magenschmerzen? Ja, leg dich doch ein bisschen hin. Und was ist mit dem Essen? Tut mir leid, ich schaffe das heute nicht. Na gut, wie du meinst. Dann gehe ich zum Italiener. Hallo, Herr Bürgermeister. Da ist Ihre Frau zu Hause? Ja, aber unwissentlich. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Hallo. Hallo, Frau Baum. Wissen Sie, eigentlich geht es um die Schadensregulierung. Ich dachte, das sei nur eine Bagatelle. Ja, aber Sie wissen ja, wie die Versicherungen so sind. Also, ich mache jetzt noch einen Sprung zur Einzelung und bin dann in der Sitzung. Ja? Ich muss nicht auf mich warten. Gute Besserung. Tschüss. Doch. Tut mir leid, Frau Baum, wenn ich hier so reinplatze, aber Sie waren nicht beim Röntgen und ich mache mir ernstlich Sorgen. Aber es geht mir doch gut. Hören Sie, Frau Baum, Sie sehen wirklich schlecht aus. Ich muss darauf bestehen. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Hallo, Papa. Tag, Herr Dr. Kleist. Was machst du denn hier? Hallo, Lisa. Hallo. Coole Strähnchen. Ich fahre doch zu dem Konzert. Wir übernachten in Jena. Bei wem denn? Freunden von Sarah. Haben die auch eine Telefonnummer? Papa,
Es gibt Handys. Ich weiß, aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wo du schläfst. Ja, ist ja gut. Ich frag Sarah, hm? Danke. Es tut mir leid, ich bin eben ein Vater, der sich Sorgen macht. Ja, besser als Eltern, die sich gar nicht kümmern. Ja, das finde ich auch. Sag mal, weißt du, was mit Frau Baum los ist? Das ist irgendwie ganz komisch. Sie scheint echt krank zu sein. Sie schluckt Tabletten, aber Sarah und ihr Vater nehmen das überhaupt nicht ernst. Hat sie Beschwerden? Sie hatte Magenschmerzen. Hast du Schmerzmittel gefunden? Papa, wie denn? Frag sie doch einfach selbst. Naja, das ist ja das Problem. Ich glaube nicht, dass sie mir antwortet. Aber Junge, du rufst mich da nicht aus Südafrika an, um mich zu fragen, wie es mir geht. Du wolltest doch am Wochenende zurück sein. Wie, nicht mehr zurückkommen? Und was wird aus der Apotheke? Ja, bitte. Klaus, ich rufe dich gleich wieder an. Johannes, kann ich dir was fragen? Mein Herr Sohn, es geht ihm gut. Oh. Ich komme später wieder. Nee, nee, komm. Ich brauche deinen Rat. Welchen Ring soll ich ihr denn schenken? Du willst Marlene fragen? Sie wird ja sagen. Meinst du? Bestimmt. Egal, welchen Ring du ihr schenkst. Du bist eine große Hilfe, Johannes. Ja, ja, ich weiß. Danke. Haben Sie einen Moment. Tag, Herr Kollege. Lange nicht gesehen. Geht es um Ihren Anruf von gestern? Ja, Frau Baum war bei mir wegen Verdacht auf Schleudertrauma. Ich hatte sie zu Ihnen überwiesen. Vielleicht kommt sie heute. Sie haben sie doch schon mal behandelt. Ich hätte gerne gewusst, was Sie ihr damals verschrieben haben. Aus dem Kopf weiß ich das natürlich nicht. Kommen Sie doch rasch rein. Okay. Der Eintopf ist fertig. Der Eintopf? Wieso kochst du? Heute habe ich doch Marlene eingeladen. Ja, ich habe gedacht, für alle Fälle nehme ich was mit, falls was schief geht. Inge! Sie hat doch selber gesagt, sie kann nicht kochen, nur backen. Das ist eine schlechte Idee. Stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Meinst doch bloß gut. Ja, ich weiß ja, dass meine Küche früher deine war, aber ist jetzt eben anders. Hm? Okay. Ja. Ich friere ihn ein. Ja, friere ihn ein. Aber du musst einen Teller essen, ja? Ja, ich esse gerne einen Teller. Bitte. Sag mal, deswegen bist du doch aber wohl nicht gekommen, oder? Nee, ich wollte dich fragen, wo meine weißen Kittel sind. Die habe ich dir doch damals gegeben. Aber du hast gesagt, du brauchst sie nicht mehr. Sind die etwa weg? Nicht wirklich. Was heißt das nicht wirklich? Es wird doch wohl möglich sein, bis Sonntag einen Dolmetscher aufzutreiben. Ja, es ist egal, was der kostet. Ja, aber heute noch. Baum? Hallo, Frau Baum. Kleist hier. Ich wollte mal fragen, wie es Ihnen so geht. Sie waren gar nicht beim Röntgen. Es geht mir gut. Kein Grund zur Aufregung. Hm. Sagen Sie, nehmen Sie noch Schmerzmittel gegen Ihre Rückenbeschwerden? Dr. Jungblut hatte Ihnen, glaube ich, damals welche verschrieben. Und entschuldigen Sie mich einen Moment. Baum? Ja, einen Augenblick bitte. Hören Sie, Dr. Kleist, ich habe im Augenblick wirklich keinen Kopf dafür. Ich sag Ihnen doch, es geht mir gut. Oh nein, nicht schon wieder. Herr Döring? Ja,
Alles in bester Ordnung. Das ist mein Kittel. Den soll ich in der Apotheke anziehen? Ist ein bisschen... Ein bisschen eingelaufen. Ja. Aber hübsch, ne? Ja, schön. Ich habe ein paar neue Muster ausprobiert. Für den Garten geht's noch. Willst du die anderen mitnehmen? Lass mal. War sowieso eine blöde Idee. Gib mir lieber einen Teller von deinem Eintopf. Ich habe wirklich noch nichts gegessen. Tut mir leid. Christian, was versteckst du denn da von mir? Champagner, wir brauchen doch Champagner. Ah, Champagner zum chinesischen Essen. Wieso willst du chinesisch kochen? Ja, weil es leicht und gesund ist. Ich habe ein Rezept gefunden, das heißt Familienglück. Ich habe schon alle Zutaten gekauft. Und wieso heißt es Familienglück? Weil praktisch alles drin ist. Fisch, Fleisch, Gemüse, Reis und Huhn. So hat jeder in der Familie etwas, was er möchte. Das klingt sehr interessant. Und wenn du Champagner möchtest, dann Champagner. Ja, aber der Champagner, der ist doch für uns. Weil... Weil? Ja, wir haben doch sturmfreie Bude und... Und? Ich habe meinen Bereitschaftsdienst getauscht. Sojasprossen angünsten, jetzt Champignons... Eine Scheibe. Eine Postkarte von deinem Sohn. Aus Australien. Vermisst du ihn? Ja, sehr. Leider ist er so weit weg. Aber es geht ihm gut und das freut mich. Und du hast ja mich jetzt. Genau. Bitte, was ist das denn? Das ist Ingwer. Das gehört in jedes chinesische Rezept. Oh, das sieht ja scheußlich aus. Hast du das schon mal gekocht? Das Rezept? Nein. Aber nicht verraten. Du, lass den Ingwer doch einfach weg. Das merkt sowieso niemand. Wir essen nie chinesisch. Was? Wie, weil es euch nicht schmeckt? Nein, nein, nur weil Inge kocht nicht chinesisch. Und das schmeckt bestimmt super. Sieht ja auch ein bisschen aus wie Eintopf. Ich habe mich entschieden. Da schauen wir doch mal, welche Wahl der Herr Doktor getroffen hat. Nein, bitte. Warten Sie, bis ich das Geschäft verlassen habe. Es war schwer genug, sich zu entscheiden. Verstehe. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Jetzt käme noch ein weiteres Problem auf Sie zu, Herr Doktor. Was denn? Ich brauche die Ringgröße der Zukünftigen. Aber dann ist es keine Überraschung mehr. Ich weiß nicht, ob man das von einem Herrn Doktor verlangen kann. Herr Doktor, vielleicht entwenden Sie ja einfach einen Ring, den sie nicht so häufig trägt. Einen entwendenden Ehren kann keiner verwehren. Frau Baum. Ah, hallo. Ich grüße Sie. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich wollte noch mal mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Ach, das ist lieb von Ihnen, aber das müssen Sie nicht. Tut mir leid, dass ich aufgelegt habe, aber Sie haben ja die Hektik mitgekriegt. Verstehe. Sagen Sie, geht es Ihnen wirklich gut? Ja, die Schmerzen sind weg. Nehmen Sie noch die Mittel, die Dr. Jungblut Ihnen verschrieben hat? Ganz gelegentlich, die helfen wunderbar. Ja, aber Sie wissen schon, dass ein Dauergebrauch Magenbluten hervorrufen kann. Den Beipackzettel habe ich natürlich gelesen. Lisa sagte mir, Sie hatten neulich Magenschmerzen. Ach, das habe ich nur so gesagt, weil ich meine Ruhe haben wollte. Entschuldigen Sie mich, ich muss noch in die Druckerei. Wir sehen uns ja dann beim Festakt. Frau Baum? Sie versprechen mir, dass Sie mich anrufen, wenn Sie Schmerzen haben, ja? Ganz bestimmt. Okay. Wir sehen uns auf der Party. Also, auf das Familienglück. Jawohl. Das Dessert. Großes Kompliment, Marlene. Das Essen war toll. Danke. Nicht wahr, Gina? Also, mal ganz ehrlich, es war wunderbar. Kann ich das Rezept haben? Bravo. Gern. Schmeckt wirklich fantastisch. Und ich dachte, du magst kein Chinesisch. Was? Ich hab mal schlechte Erfahrungen gemacht. Weil da war wahrscheinlich Ingwer drin und du magst doch kein Ingwer, stimmt's? Genau.
Was ist eigentlich mit Klaus? Ja, Klaus will in Südafrika bleiben und hat mich gebeten, die Apotheke wieder zu übernehmen. Ja, kannst du mal einspringen? Einspringen? Auf unbestimmte Zeit, meint er. Was? Das ist eine Zumutung, oder? Erst lässt er sich die Apotheke überschreiben und dann ist ihm plötzlich egal, was damit passiert. Tja, also, das ist wirklich eine Zumutung. Ja, ich werde mir diesen Stress auf keinen Fall mehr antun, auf keinen Fall. Du, das kann ich total verstehen. Wirklich, also den ganzen Tag im Laden stehen, abends die Lieferungen ausfahren, den Papierkrieg, die ganzen Nachtdienste. Ja, und natürlich die Abrechnungen mit den Krankenversicherungen. Ihr habt vollkommen recht, ich mach das auf keinen Fall. Soll er doch sehen, wo er eine Vertretung herkriegt. Nein? Ich bin wieder da. Was? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Ihr Sohn? Er bleibt in Südafrika. Ab sofort übernehme ich ja wieder das Kommando. Klar? Ja. Danke. Super. Johannes? Du hast was vergessen. Woher wusstest du, dass ich... Wie lange kennen wir uns? Danke. Das ist schön. Ich danke dir. Vielen Dank. Guten Morgen, Herr Kleist. Ja, Frau Ehrs. Brauchen Sie wieder Ihr Trachomon C? Zweimal täglich eine, so war's doch, oder? Was Sie sich alles merken, Herr Kleist. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, ich kann Sie nicht lassen. Einmal Apotheker, immer Apotheker, da haben wir's schon. Frisch und fröhlich wie immer, danke. Toll. Müssen wir wirklich zum Tennisplatz? Ja, mit etwas mehr Training würdest du auch besser spielen. Bei mir hilft das nichts. Ich bin völlig unbegabt für Tennis. Du wirst doch ohne Training Landesmeister. Hey, wer bist du denn? Sag mal, warum läuft uns dieser Hund eigentlich ständig nach? Na, der steht sicher auf Tennis. Wahnsinn, der perfekte Ballholer. Siehst du? Und alles ohne Training. Marlene! Du kannst kommen! Platz in meinem Herzen. Ich dachte, den hätte ich schon einen. Ja. Und der wird jeden Tag größer. Ach, wusste ich's doch. Nur ein Hund kann ich vom Tennis abhalten. Stimmt. Der ist aber auch süß. Das ist der Hund von unserem Nachbarn. Wir haben ihn auch nur zur Pflege. Wie lange denn noch? Bis sie von der Kur zurückkommen. Gut gemacht. Na, willst du mein Freund werden? Hm? Kannst du ihn haben? Wie? Na, meine Mutter ist sowieso schon total genervt von ihm. Er hört einfach nicht. Sie will ihn in eine Hundepension stecken. Das wäre ja gemein. Komm, ich stell dich zu Hause vor. Aus. Ja, und was jetzt nur mit Tennis? Dann warten. Fang. Sehr gut.
Auf unsere Liebe. Auf unsere Liebe. Und darauf, dass uns nie etwas trennen soll. Eigentlich wollte ich ihn im Champagnerglas verstecken, aber dann hatte ich Angst, dass du ihn vielleicht verschluckst. Oh, ist das schön. Ich hoffe, er passt. Er passt wie angegossen. Danke. Marlene. Willst du meine Frau werden? Die hören uns noch. Hör auf zu kläffen. Uns soll doch keiner hören. Ist der süß. Wieso bist denn du schon zu Hause? Ich... Was ist das? Ein Hund? Ich weiß, dass es ein Hund ist, aber wo kommt er her? Papa, das ist ein Notfall. Der muss uns in eine Hundepension. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass uns kein Tier ins Haus kommt. Christian, nun guck doch mal, wie süß der aussieht. Mhm. Darf ich ihn auch mal nehmen? Ja, hallo. Wie heißt du denn? Ich dachte, wir könnten schon mal ein bisschen üben, falls wir auch mal einen Hund haben. Und ich werde auch für ihn immer die... Ist schon in Ordnung. Ich habe ja eh keine Chance. Wo willst du denn hin? Ja, Lachs. Willst du auch ein Gläschen Champagner dazu? Ist das deine Mutter oder meine? Das ist kein Scherz, Sarah. Mein Vater wollte wissen, welche Tabletten deine Mutter nimmt. Ich weiß nur, dass sie das Zeug schon seit Wochen schluckt. Ja, und letzte Woche hat sie sich übers Internet eine Großpackung bestellt. Eine Großpackung? Ja, alles klar. Gut, Lisa, ich kümmere mich drum. Ich danke dir. Ciao. Und? Christian, ich dachte, du hättest den Bereitschaftsdienst getauscht. Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht um Frau Baum. Ich habe gerade erfahren, dass sie seit Monaten unkontrolliert Schmerzmittel nimmt, nur damit sie im Büro funktioniert. Heute Abend ist der große Festakt in der Brauerei und ich habe eben die Befürchtungen, dass sie das nicht durchhält. Ach, dann gehst du jetzt in die Brauerei? Ja. Ja. Ich frag dich einfach ein anderes Mal. Verena und ich kommen nach. Nachher in der Hektik vergesse, wollte ich Ihnen sagen, was für eine tolle Leistung das ist. Sie können wirklich stolz auf sich sein. Danke. Ja, ich muss Ihnen danken. Seien Sie nicht immer so bescheiden. Ich muss die Gäste begrüßen. Gott sei Dank hat mich der Hund für eine Antwort bewahrt. Und? Hättest du Nein gesagt? Nein. Aber ja auch nicht. Ja. Also, was ist denn nun? Mir geht das einfach alles zu schnell. Meine erste Ehe ist auch schief gegangen. Was würdest du denn tun? Ich würde mit Christian reden. Und zwar so schnell wie möglich. Ich hab die eingesteckt. Die liegt schon drin auf dem Rednerpult. Ah, Frau Baum, wenn ich sie nicht hätte. Dr. Kleist! Schön, dass Sie kommen konnten. Herzlich willkommen. Herr Döring, ich grüße Sie. Hallo, Frau Baum. Hallo.
Hallo. Na, wie geht's? Ich komm gleich. Ich muss nur noch mal kurz nach der Technik schauen. Kommen Sie. Sie kriegen das erste frisch gezapfte Jubiläum. Ja. Sehr zum Wohl, ja. Zum Wohl. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Frau Baum? Frau Baum? Ist alles in Ordnung? Frau Baum? Frau Baum? Oh Gott, was denn, Frau Baum, was ist mit Ihnen? Mein Bauch. Nein, so, bleiben Sie ganz ruhig. Ich rufe den Krankenwagen. Alles wird gut. Mein Bauch. Alles wird gut. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, Marlene. Hol deinen Christian da raus und red mit ihm. Jetzt? Denn sonst kommt wieder was ganz Wichtiges dazwischen. Und was gibt's denn Wichtigeres als eure Liebe? Na los! Holstein. Schön, Sie zu sehen. Entschuldigung. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, danke. Es war ein durchgebrochenes Magengeschwür. Mit ziemlicher Sicherheit durch den hohen Tablettenkonsum hervorgerufen. Aber wir konnten es bei der Gastroskopie veröden. Sie haben sehr, sehr viel Glück gehabt, Frau Baum. Glück. Das war wohl eher ein Schutzengel namens Kleist. Danke. Mir war schon klar, dass ich zu viele davon genommen habe. Ich dachte, ich schaffe es noch die paar Tage. Deshalb habe ich sie auch angelogen. Ich wusste ja, sie würden mich sofort aus dem Verkehr ziehen. Das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Die Frage ist, warum tun Sie sich sowas an? Wegen Herrn Döring. Ohne mich hätte das Jubiläum nicht stattgefunden. Aber Herr Döring ist doch der liebenswürdigste Mensch auf der Welt. Ja, eben. Er ist der Einzige, der anerkennt, was ich tue. Ich wollte ihn nicht hängen lassen. Und was ist mit Ihrer Familie? Die brauchen Sie doch auch. Man sagt brauchen und meint lieben. Und man sagt lieben und meint brauchen. Klingt jetzt sehr verbittert. Mein Mann hat es sicher nie böse gemeint. Es muss halt jeder mit dem Alltagsstress fertig werden und irgendwann wird es eben einfach zu viel. Ihr Mann ist draußen vor der Tür. Dabei macht sich große Sorgen. Möchten Sie ihn sehen? Natürlich will ich ihn sehen. Sie wissen, dass Rückenschmerzen oft durch psychische Probleme ausgelöst werden. Ja. Vielleicht reden Sie einfach mit Ihrem Mann. Und die Therapie fangen wir nächste Woche an. Danke, Herr Doktor. Herr Baum! Na, endlich. Ja, was machst du denn für Sachen? Hm? Nicht sprechen. Ich weiß, ich bin ein selbstsüchtiger Esel, aber ich verspreche besser. Du musst dich unbedingt erholen. Wir müssen meine Dienstreise noch vorbereiten. Herr Baum. Ja, und dann fahren wir für ein paar Tage in die Sonne.
Das ist dir doch recht, oder? Champagner, zweiter Versuch. Jetzt bin ich für deine Antwort bereit. Nur Mut. Hier kann uns keiner hören. Also gut, wenn du willst, dann halten wir unsere Verlobung erstmal geheim. Darum geht es doch gar nicht. Brauchst du noch Zeit? Christian und ich. Marlene? Papa? Ach, hier seid ihr. Das Konzert ist ausgefallen, aber zum Glück haben wir Dirk getroffen, der hat uns wieder mit zurückgenommen. Schön. Ach, Marlene, gibst du mir mal deinen Föhnfestiger? Wir ziehen ja noch mal los. Was? Ach so, ja. Moment, ich komme. So, wo wollt ihr hin? Ja, ja, ich kann sehen, vielleicht.